Vielen Dank, dass ihr alle entschieden seid. Kurze Sache, unser Wunsch war vom Management, also Centric Global Cargo, und ich bin Geschäftsführer von der Firma. Wir haben insgesamt 5 Gesellschafter, und die Kunst war immer, den Gesellschaftern zeitnah Sachen zu liefern oder Dokumente zu liefern, Zahlen zu liefern, wo die halt die Entwicklung des Unternehmens sehen können. Wie rentabel sind wir? Wo sitzen wir mit den Umsätzen? Wo ist der BSN zu sehen? Dann sind wir dann irgendwann mal hingekommen, habe ich die Firma Cargosoft angeschrieben. Die hatten Verkaufsveranstaltung von Power BI mit der Schnittstelle. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich bin interessiert, würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und ja, dann haben wir das angefangen zu starten. Dann ist das Stück für Stück in sich eigentlich immer so gewachsen. Erst wollten wir sehen, wie sind denn, sag ich mal, die Statistiken von den Stationen. Das kann ich hier oben klicken. Kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt 2018 und das ist die Station Köln. Gucke ich mir nur die Station Köln an und habe dann genau, also auf dem Tablet sieht das alles schicker aus. Ja, dann kann ich dann halt genau klicken, klick den an und habe nur die Station Köln, wie es die ganzen Monate waren. Hier sind noch offene Umsätze, Rückstellungen, die noch geguckt werden müssten, theoretisch. Die sind mittlerweile aber weg. Gerade so, sage ich mal, Leute, die nicht computeraffin sind, um dann in Cargosoft die Statistiken zu ziehen, dann muss man schon wissen, wie man da hinkommt. Wir haben halt Gesellschafter, die halt nicht so oft in diesem Abfragesegment tätig sind, gerade mit den Protokollen, Statistiken. Und da muss man schon wissen, wie man die drückt. Und so hat er halt sein Tablet morgens beim Frühstück, kann dann halt gucken, oder da, wie sind die Zahlen, und kann dann halt drin auch weiter gucken. Ja, dann ging das dann irgendwann weiter, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es ja auch die Liste Top 50, zeig uns die doch auch mal an. Und dann kann man halt auch mal die Top 50 sich angucken. Der schöne Nebeneffekt ist, man kann sich dann tatsächlich gucken, ist er in Köln tätig, wie ist er in Köln tätig, wie hat er sich entwickelt. Man kann jeden Einzelnen anklicken, dann muss man jetzt halt auch mal gucken, ob da auch Zahlen sind. Ja, dann irgendwann kam mal die große Frage, ein Kunde zahlt nicht, zahlt schleppend. Wie werte ich den aus mit der Kundenumsatzrentabilität? Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, lass uns den doch mal genau bewerten. Habe das den Kollegen gegeben, habe gesagt, ich möchte wissen, wie die Umsatzrentabilität ist. Macht dich schlau, wie kriegen wir das mit den Zahlen raus? Na, irgendwann ist er angekommen, sagte, hier, das habe ich gefunden, Umsatz, Revenue. Dann gibt es ja den Revenue mit, also den Umsatz mit Solenoist oder ohne Solenoist. Dann haben wir beides mit reingenommen halt, so dass wenn hier ist mit Solenoist oder ohne und hier ist mit, dann sieht man auch manchmal ein bisschen die Differenzen in den Zahlen. Die Zahl sehen. Hier zum Beispiel sieht man eine Differenz. Hier sieht man die Differenz. Hier ganz krass. Um dann halt einfach zu sehen, okay, wie Umsatzrentabilität ist das halt einfach. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, ja, der ist einer der umsatzrentabelsten Kunden, die wir haben. Und das war natürlich dann entscheidend, okay, gibst du ihm halt nochmal 10 Tage mehr Zahlungsziel und drückst ein Auge zu, dass er nicht über die 30 Tage kommt. Also somit war dann die Entscheidung klar, okay, guter Kunde, ne? Kundenentwicklung. Hier haben wir auch nochmal das, was intern, sag ich mal, zu bewerten ist und natürlich nicht beim Kunden zu verführen ist. Hier siehst du halt genau den Umsatz, die Sendungszahlen und die Profitentwicklung. Ist die Suche schnell? Standard oder programmieren Sie das? Also die Entwicklung war ja so, dass wir gesagt haben, wir wollen das haben. Dann habe ich mich dran gesetzt. Cargosoft hat dann immer wieder Sachen ausgeliefert und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, läuft so nicht, jetzt setzen wir uns zusammen. Und dann haben wir eng zusammengearbeitet, genau mit den Wünschen, die wir haben wollen, wo wir suchen müssen, und dann wurde das ganz genau entwickelt. So. Und jetzt ist das Produkt ja eigentlich fertig. Ja. Sie müssen theoretisch nur sagen, was Sie sehen wollen, ne? Im Endeffekt. Aber die Suche, gibt es ein Feld, tritt man einen Namen ein und dann findet man das direkt, ne? Gerade, sag ich mal, für Leute, die die Protokolle nicht so abrufen können, oder für Leute, die dahinter stehen, wie jetzt bei uns das Accounting oder die Inhaber, die Gesellschafter, die dann täglich das dann nachholen. Für die ist es unheimlich schwierig gewesen, die Statistiken zu bekommen. Und hiermit ist es natürlich top, ne? Man kann
kannst du ja deine Top-Kunden kannst du dir ausrufen lassen. We'll be right back.